Willkommen zurück zu Let's Play Awakening, das Himmelsschloss. Beim letzten Mal haben wir uns hier in dieses Schloss den Weg freigesprengt. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch zu tun ist. Erstmal nehmen wir hier diesen Lappen mit. Oh, Pfeil und Bogen haben wir behalten. Das ist gut. Alle anderen Items sind weg. Wir können auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich musste mir nicht den letzten Part angucken, weil hier ja jetzt eh nicht mehr viel passieren kann. Ein beeindruckendes Tor aus Silber, verstärkt mit Schutzzaubern. Natürlich abgeschlossen. Paradiestor. Versteinerte Dienstmagd. Keine Chance, das Dienstmädchen lässt mich los. Küchenmesser. Es hat sich wohl in die Enge getrieben. Er hat sie wohl in die Enge getrieben. Sie wirkt total verängstigt. Und wofür ist dieser Codeschlüssel gut? Bei Juras Licht! Dreadmeyers Fluch hat das Dienstmädchen in einen Gargoyle verwandelt. Wir müssen sie retten, dann unbedingt durch dieses Tor. Mein Kopf juckt da, wo das Headset sitzt. Ich muss das so ein bisschen schräg halten, weil mein Mikro so leise ist, sonst hört ihr mich nicht. Na gut. Der Gargoyle ist definitiv feindselig. Wie kann ich ihn nur besiegen und das Dienstmädchen retten? Na, so offensichtlich nicht. Eine alte, aber funktionsuntüchtige Fackel. Ach, funktionstüchtig, okay. Ich wollte schon sagen, wenn der Gargoyle mich jetzt an der Fackel rumbröckeln lässt, dann stimmt aber was nicht. Der Codeschlüssel des Dienstmädchens wurde im ganzen Raum verteilt, als sie von dem Gargoyle besessen war. Wir müssen ihn finden. Ich kann kaum etwas sehen. Kaputtes Kissen. Da steckt was in der Polsterung. Natürlich. Ah ne, hier ist nochmal das Tor. Okay, Runen finden. Ich wollte schon sagen, ich muss aber das eine noch drehen können. So, auch erledigt. Warum sitzt du denn da? Kann man die drehen? Ja. Ich habe es natürlich genau falsch herum gemacht.
Das muss nämlich so rum. Und du denkst, es wäre egal. Es muss einfach nur irgendwie passen. Nein. Was sich wohl dahinter verbirgt. Mit bloßen Händen kratze ich nicht in dem Ruß. Okay, das erste Mal war einfach zu schlecht. Hat jemand vorzeitig aufgehört? Das verstehe ich nicht. Ich möchte gerne mit dem Kohlestück da drauf malen. Es funktioniert aber nicht. Moment, muss ich das vielleicht durch Pausen? Also irgendwo drauflegen und dann abpausen. Das wäre ja sinnig. Da müssen wir aber erstmal hier die Grundlage finden. Gucken wir, ob man hier noch irgendwas anklicken kann. Ah. Okay. Das hat dann ja doch funktioniert und ah, natürlich. Alle Teile. Zwei. Ah ne, es sind vier. Okay, ich wollte schon sagen, das ist aber jetzt ein bisschen lame. Ein Teil des Kurzschlüssels steckt im Banner. So, das ist das Sonnentor. Ist ziemlich komplex. Keine Chance. Ohne Kohlschlüssel kann ich den Hebel nicht entriegeln. Identifiziere mit dem Hinweis das Muster auf dem Kohlschlüssel.
aus wie eine Fledermaus. Das ist eine Rose. Das ist einfach. Oh, und ich hab... Da war sie doch! Ich dachte erst, ich bin an der ersten Blume vorbei, aber so Rose. Hier ist eine Krone, das ist auch ziemlich offensichtlich, aber nicht die. Sondern die. Das hier ist ein Schild. Ich glaube, das ist ein Einhorn. Wir gucken mal. Ich finde aber, das sieht aus wie so Ohren, so eine Flügel von einer Fledermaus. Aber es ist anscheinend hier der Kopf von dem Einhorn. Und das Sonnentor öffnet sich. Ich glaube, Sonnentor ist so ein Gewürzanbieter. Der Name kommt mir jedenfalls bekannt vor. Und das kommt mir auch bekannt vor. Vertausche die Edelsteine in der richtigen Farbreihe. Ja. Die habe ich früher in meinem Hofgarten gesammelt. Okay, also... Es fängt wohl mit Rot an. Dann mit Zitrone. Okay. Im Sonnengang habe ich ein Bild mit Vögeln gefunden, die über einem Schloss mit einer hellen Sonne fliegen. Die Darstellung der Vögel erschien mir so seltsam, also habe ich sie abgemalt. Okay. Vielleicht ist es relevant. Die Türklinke fehlt. Da steht Kartenraum. Ich habe Karriereraum gelesen. Das sieht aus wie das Schloss vom Anfang. Vom allerersten Spiel. Dieser Raum hier auch irgendwie kommt mir voll bekannt vor. Der Kleiderschrank ist abgeschlossen. Aber immer noch besser als ein Vorhang. Klicke zwischen die Teile, um die Teddys richtig anzukleiden. Orientiere dich dabei an dem Bild. Erinnerung an vergangene Zeiten. Meine Mutter schrieb immer Gedichte, während ich mit dem Bogen geübt habe. Warum klappt das jetzt nicht? Ist das hier der Vater, das ist die Mutter nur, weil er blau ist? Aha. Voll süß. Ein Stickrahmen mit halbfertiger Teppichstickerei. Vielleicht kann ich das Design vollenden. Warum solltest du das tun wollen? Absolut identisch zu meinem Spiegel im Schloss ohne Träume.
Irgendwie gruselig. Ich sag doch, das ist voll identisch. Der Schlüssel ist abgenutzt und rostig. Leider unbrauchbar. Ah nee, der Griff fehlte ja woanders. Sorry. Leider zu weit weg. Das Buchregal ist mit einer Matrix verschlossen. Ich brauche das richtige Muster, um es zu öffnen. Ordne die Karten durch Klicken und Ziehen zu einem durchgängigen Diagramm an. Klicke einmal, um sie zu drehen. Oh, das ist so ein beklopptes Rätsel. Wie in Silent Hill Downpour. Aber hier ist man wenigstens so nett und lässt fertige Sachen einrasten. Hier unten ist so eine Art Mond. Ah, ich glaube das hier. Ah, guck mal. Ja, das wird jetzt noch etwas dauern. Das ist das Letzte, was wir in diesem Part noch machen. Wer also keine Lust mehr hat, kann jetzt abschalten. Hier passiert nichts anderes mehr. Aha. Das Problem ist, dass man hier sich keine Tipps holen, sondern nur komplett überspringen kann. Was mir persönlich zu viel wäre. Das passt dahin, auf jeden Fall, hundertprozentig.
Aber er lässt mich das nicht machen. Seht ihr das? Da muss das hin. Wobei es könnte fairerweise auch, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, ließ es hier sein. Ja, okay, okay, ich habe nichts gesagt. Vielleicht sind hier auch wieder manche Dinge doppelt. So, das hier ist auf jeden Fall überflüssig. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was uns noch fehlt. Weil das hier ist, seht ihr das? Das ist eine Abwandlung hier von dem. Können wir jetzt hier nochmal an jedem Zacken ausprobieren. Passt aber nicht. Ich gucke jetzt tatsächlich mal ins Handbuch. Falls es das gibt. Nein, haben wir natürlich nicht. Denn ich möchte gerne wissen, wie die endgültige Lösung aussieht. Weil wenn wir jetzt auf Überspringen gehen, dann ist das Rätsel halt vorbei. Möchte ich ja nicht. So, Augenblick. Ich gucke. Awakening Castle in the sky. Okay, gibt es sogar auf der offiziellen Big Fish Seite. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man teilweise Komplettlösungen auch kaufen kann. Okay, ich habe das jetzt. So, das habe ich. Das unten habe ich auch. Das habe ich.
So, da kommt jetzt eines drunter. Ich kann nur nicht erkennen, welches. Oh, weil hier ein grüner Strich war. Also Leute, wer soll das denn sehen? Nachdem ich einige Karten auf dem Tisch im Kartenraum angeordnet hatte, erschien eine Form. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. So, und wir haben hier, was ist das? Eine Lupe. Und was wir damit anfangen können, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin.